Staude. Solche Maps finde ich eigentlich immer ein bisschen gemein, wo man wenig Bauplatz hat. Also im Startbereich. Da wird man ziemlich früh gezwungen, ziemlich stark zu expandieren. Also, wenn ich mir das so ansehe. Hier im Norden haben wir das meist. Das heißt, wir gehen dann mal nach Süden. Gucken mal, wie wir sonst noch finden. Oder wir warten jetzt einfach mal, bis unser Werkzeugschreiner fertig ist. Damit wir unsere Dreifamilienhäuser platzieren können. Eisen ist hier jede Menge, Gold ist jedoch recht wenig. Ja, und unsere Nahrung jetzt verbraten werde ich sicher nicht. Hier sind Berge, okay. So, Bäckerei ist fertig. Hier wäre noch Gold. Sicherheit speichere ich hier auch mal. Ja. Nicht, dass wir aus Versehen jetzt gleich in irgendwelche Maya reinrennen. Du wirst erfahren und kannst trainiert werden. Du hast noch mehr als genug Fisch. Du wirst später dann unser zweiter Farmer werden. Wieder Obstbäume. Ja, auf eine Obstfarm verzichte ich. Gut. Dreifamilienhaus. Stellen wir da hin. Da ist da keine Platz mehr für eine Schule. Genau. Das war's, die stelle ich hier oben hin. Kommt, Holz und Stein werdet ihr finden. Du hättest ein Nickerchen, oder? Ja.
So, das heißt, wenn sie hier fertig ist, wird es langsam mal Zeit für den ersten Kindersegen. Yeah. Ja. Einen weiter entfernten Stein hast du nicht gefunden, oder? Als den da. Ja, ja, will. Also ja, hier unten wäre jede Menge Gold. Bis jetzt auch keinerlei Anzeichen von Maya. Gut, das heißt, wir schicken dich mal wieder nach Hause und konzentrieren uns dann auf unser Missionsziel. Ey, unser erstes Kind. Jetzt fehlt noch Weizen, dann ist unsere Bäckerei auch... Ach nee, die Bäckerei ist fertig. Allerdings noch nicht das Zweifamilienhaus. Und erst wenn das Zweifamilienhaus fertig ist, mache ich ihn zum Bäcker. Da hat nämlich Aki hier noch Zeit, zum Müller zu werden. Nebenbei, Dreifamilienhaus hier hin. Den Schuster, ja, den können wir dann hier hin klatschen. So, und du wirst bitte wieder ein Holzfäller. Ja, wie? Okay, mal noch das eine Mehl. So, und hier beide, baut mir dann bitte die Schule. Wo willst du denn hinlatschen?
Ja, Wigwams öffnen. Dafür bräuchten wir allerdings mehr Nahrung wieder. Denn jetzt steuern wir langsam in die Richtung, wo Nahrungsknappheit kommen könnte. Wobei der Fischer immer noch gut versorgt ist mit Nahrung und die Bärensträucher eigentlich auch genug Nahrung noch tragen. Dass Aki noch ein Baby ist mit 6? Fisch scheint uns zum Glück auch noch nicht so schnell auszugehen. Ah, jetzt ist Aki ein Junge. Mit 6 ist er ein Junge geworden. Okay. Ach, ich komme, weil er müde ist. Da wird er bei der Gelegenheit wahrscheinlich auch gleich essen. Ja, und unser Bäcker hat unsere erste Nahrung gebacken. Wenn ihr genug Nahrung habt, solltet ihr ein Mädchen bekommen. Oh ja, dich kann ich auch gleich schon mal hier einquartieren. Ja, und bald ist auch die Schule fertig. Nee, das ist Blödsinn. Die Töpferei, ja, die sollte da hinkommen. So, Schule ist fertig, das ist gut. Das heißt, in vier, also wenn Aki 14 ist, darf er zur Schule gehen. So, der futtert dann wieder das Haus leer wahrscheinlich. Platzieren wir auch gleich mal den Schuster hier. Und stimmt, jetzt können wir die letzte Viertelstunde mal ein bisschen Speed geben.